Manchmal muten die Bilder fast biblisch an, von den tausenden Menschen auf ihrer Wanderung Richtung Europa, über die Grenzen in Serbien, Slowenien, Österreich. Die Flüchtlingskrise an Land hat die auf dem Meer in den letzten Wochen aus den Schlagzeilen verdrängt. Dabei wird allein die Ägäis immer mehr zur Todesfalle. An den Stränden von Lesbos wurden in den letzten 2 Monaten 100 Kinderleichen angespült. Und die EU sucht vor allem nach Schleppern und erst dann nach Flüchtlingen. Die Schlepperbanden haben sich längst darauf eingestellt und schicken nur noch Schlauchboote los, die ohne Crew funktionieren. Die Chancen stehen 50-50, ankommen oder untergehen. Sie zu retten, das übernehmen immer öfter Freiwillige aus allen Herren Länder. Oft sind sie allein dort auf dem Meer. Private Hilfsinitiativen wie die Sea-Watch. Seit Juni sticht alle 2 Wochen eine neue Besatzung aus ehrenamtlichen Helfern von Lampedusa aus in See. Ausgerüstet mit einem 100 Jahre alten Kutter und viel Wut auf Europa. Frédéric Chauffard und Caroline Aboussada von Akkafilm über ein paar ganz normale Helden. Vielleicht fragen mich meine Kinder eines Tages, warum habt ihr all diese Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen? Warum habt ihr ihnen nicht geholfen? Es ist eine Schande. Sie starben vor unserer Haustür. 22.000 Flüchtlinge ertranken in den letzten 15 Jahren auf dem Mittelmeer. Italien startete 2013 die Rettungsoperation Mare Nostrum, stellte sie aber ein Jahr später ein, mangels Unterstützung seitens der EU. Nur die Schiffe der EU-Grenzschutzagentur Frontex sind noch im Einsatz. Allerdings nicht, um Flüchtlinge zu retten, sondern um die Außengrenzen Europas zu überwachen. Harald Höppner und Matthias Kund aus Deutschland wollten nicht länger zusehen. Von ihren Ersparnissen kauften sie für 160.000 Euro einen alten niederländischen Kutter und tauften ihn Sea-Watch. Das Schiff hält nach Flüchtlingen in Seenot Ausschau und fordert bei den europäischen Behörden Hilfe für sie an. Ja, wir können die Maschine wieder anmachen. Didn't get it. Ready. Die Einsätze werden durch Spenden finanziert. Alle 2 Wochen sticht ein neues Freiwilligenteam in See. This sound means there is a distress on the water. I'm joining this mission for the second time. Ich bin schon zum 2. Mal dabei. Es geht uns nicht nur darum, Hilfe zu leisten. Wir wollen auch von der Not dieser Flüchtlinge berichten. Niemand von ihnen sagt sich, mir geht es super. Ich steige jetzt in ein Boot und riskiere mein Leben, weil es in Europa besser ist. Die Leute denken, das ist doch Italiens Grenze. Aber es ist auch die Grenze Europas. Wir sind doch eine Union. Es ist unsere gemeinsame Grenze. Is our border. What's going on? You have to check the wire on the generator. Hoffentlich können wir vielen Menschen helfen. Und es gibt keine Verletzten. Die Welt ist voller Konflikte. In Deutschland zünden sie Flüchtlingsheime an. Das muss aufhören. Was? Angst habe ich durchaus, aber nicht vor medizinischen Notfällen, sondern wegen des Bürgerkriegs in Libyen, vor Milizionären, die es auf Europäer abgesehen haben und unser Schiff entführen könnten. Ich habe viel nachgedacht über meine Erwartungen. Was kann ich aushalten, was nicht? Darauf kann man sich nicht vorbereiten. Einmal haben sie 2 Tote gefunden. Als ich das erfuhr, bekam ich eine Heidenangst und überlegte, alles abzusagen. Wait a moment, please. Unten der Hauptschalter auf der Hauptmaschine, weil jetzt eben die Sicherung geflogen ist, die ich reingesteckt habe. Guck mal, alle 4 rausgemacht. Check vorne, Stecker noch mit. Ja, das soll ich machen. Du bist ja so groß. Unteren? Darf ich? Gute Heimreise! Lampedusa, eine kleine Insel südlich von Italien. Keine 300 Kilometer vor der Küste Afrikas.
Von hier aus startet die Sea-Watch ihre Einsätze. Sie fahren so nah wie möglich an die libyschen Hoheitsgewässer heran, von wo aus die Flüchtlinge die lebensgefährliche Überfahrt wagen. Dort geraten sie oft in Seenot, weil der Treibstoff ausgeht oder sie die Orientierung verlieren. 24 Stunden dauert die Überfahrt für die Sea-Watch-Crew. Zeit, sich vorzubereiten, mit dem Schiff vertraut zu machen und einander kennenzulernen. Das ist keine Aufgabe für Laien. Da müssten professionelle Rettungskräfte ran. Es ist absurd. Da gibt es dieses gigantische Projekt, die Europäische Union, die Frontex-Operation. Frontex gibt pro Monat 9 Millionen Euro aus, aber nicht für Rettungsaktionen. Wirklich absurd. Während wir hier kreuzen, fliegt eine Drohne über uns hinweg. Die sollten damit besser nach Flüchtlingen suchen. Das wäre weitaus ergiebiger. Es muss sich etwas ändern. Das Einzige, was ein Privatschiff wie dieses tun kann, ist, andere Schiffe zur Hilfe zu zwingen. Es ist eine Schande, dass das nötig ist. Zu den widrigen Wetterbedingungen kommt die launische Bordtechnik des fast 100 Jahre alten Kutters. Ein altersschwacher Generator, Probleme mit der Süßwasserversorgung, eine unzuverlässige Satellitenverbindung und ein defektes Navigationssystem. Mit einem besseren Schiff wäre es sicher leichter. Aber damit würde sich diese Organisation auch vergrößern. Und das würde bedeuten, dass die EU komplett versagt hat. Europa jagt lieber die Schlepper, durch die die Flüchtlinge zu uns kommen, anstatt sie zu retten und ihnen den Weg nach Europa zu erleichtern. Mir kommen die Tränen. Am Horizont treibt ein Schiff in Seenot. Die Rettungsaktion beginnt. 150 Schwimmwesten werden verladen. Das Ärzteteam und der Schlauchbootfahrer machen sich einsatzbereit und treffen letzte Vorbereitungen. Sie müssen so schnell wie möglich bei den Flüchtlingen sein, um zu prüfen, ob Schwangere, Kranke, Verletzte oder sogar Tote unter ihnen sind. Dann erste Hilfe leisten und die Rettungswesten verteilen. Die Sea-Watch bleibt auf Abstand, damit keine Panik ausbricht und das Boot zum Kentern bringt. Sie alarmieren die MRCC, die Zentrale für Seenotrettung in Rom, und fordern Hilfe an. Die Zentrale hat ein irisches Militärschiff in der Nähe geortet und ist gebeten, seinen Kurs zu ändern, um die Sea-Watch-Crew zu unterstützen. Irish warship, this is Sea-Watch. Please call one rubber boat. The actual position 33 degrees, 33 minutes north, 013 degrees,
Jeder hat eine Rettungsweste erhalten. Fürs Erste sind die Flüchtlinge außer Lebensgefahr. Waves are coming, everybody hold. One hand to the ship. I think 90 Menschen, darunter 3 Frauen und 3 Kinder, überwiegend aus Afrika, treiben seit Stunden in einem Schlauchboot chinesischer Produktion. Kranke, Verletzte oder Tote sind zum Glück nicht dabei. All the best! Der Einsatz der Sea-Watch-Crew ist beendet. Das irische Kriegsschiff Le Niam ist ihrem Aufruf gefolgt und bereits in Sichtweite. Mit seinem offiziellen Status und den 80 Metern Länge erfüllt es alle Voraussetzungen, um die 90 Flüchtlinge an Bord zu holen. Es wird die Frauen, Männer und Kinder an Land bringen und der italienischen Küstenwache übergeben. Danach kümmern sich die Festlandbehörden um sie. Wie es für die Flüchtlinge weitergeht, wird die Sea-Watch-Crew nie erfahren. Schnell verschwindet das Militärschiff vom Radar. Ihr Schicksal liegt nun nicht mehr in ihren Händen. Das war wohl das Sinnvollste, was ich in meinem Leben getan habe. Sehr erfüllend. Nachdem man diese Menschen gesehen hat, in welchem Zustand die sind, da will man nur noch wieder da raus und das den Leuten helfen. Also jeder Tag im Hafen ist ein verlorener Tag. Und, aber auch die Sea-Watch ist so ein kleines Schiff hier mitten im Mittelmeer. Da fahren so viele Boote dran vorbei und da müssen viel mehr Schiffe sein, die nach Booten schauen. Das war sehr emotional. Einerseits bin ich froh, dass wir sie gefunden haben und helfen konnten. Andererseits macht es mich wütend, zu sehen, welcher Gefahr sie sich aussetzen. Wofür? Für eine bessere Zukunft. Das ist doch ein verdammter Wahnsinn, dass es so weit kommen muss. Da ist also diese Mischung aus Freude und Wut. Das ist ein seltsames Gefühl. Von Anfang Juli bis Ende September 2015 war die Sea-Watch an der Rettung von über 2000 Menschen beteiligt. Doch ab Herbst werden sie keine Einsätze mehr fahren können. Um weiterzumachen, benötigen sie 2016 unbedingt ein neues Schiff. Es sei denn, die Politik findet bis dahin eine Lösung für diese menschliche Tragödie.
This is Sea-Watch speaking. Master Chiron to the officer. I call you because I received a call of another Toronto boat with about 115 people. Okay, 115.